dann war's das. Dann können wir da die Aufnahme für heute endlich beenden und dann kann ich nächste Woche vielleicht wieder spinnen, wenn ich es da irgendwann hochgeladen habe, weil vorher will ich das auch nicht spinnen. Also klar, vielleicht einmal wenn, wenn ich ein wenig was hochgeladen habe, aber na mal schauen. Vielleicht baller ich ja gleich 15 Folgen an einem Tag hoch. Wird nicht klappen, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, der entlaufen ist eine Tür. Oh, da bekomme ich doch ein Schwert. Ich sehe es doch schon. Gib's mir. Und den entlaufenen Troll darf ich finden. Okay, und jetzt Schwert. Und es leuchtet wieder grün. Wieder ein grün leuchtendes Schwert. Okay, und jetzt einmal beamen, bitte. Ja, was? Kann ich ja woanders hin? Kann doch nur dahin, wo ich eh. Da macht's mir der Spitz auch wieder was vor. Das ist doch. 5 Punkte muss ich vergeben, bis ich zur Notation weiter darf. Oh. Gut, da muss ich jetzt. Da droben hat er schon eine Quest, aber die ist, glaube ich, nicht jetzt gerade für mich gedacht. Ich muss jetzt nach da und da, okay. Da hat er tatsächlich den Gaul. Das neue Pferdle. Das kann man sich jetzt wahrscheinlich irgendwo umtauschen gegen so Boutique-Menschen. Naja. Es braucht. Wobei in Weiß hätte ich den schon gern. Da bin ich ja wieder ehrlich. Ach, die schicken mich jetzt schon wieder nach Severia. Das ist das nächste Gebiet. Etza. Jetzt weiß ich, warum ich die Quests nicht annehmen haben dürfen vorhin. Gut, Glück. Nehmen wir dein Glück. Und da machen wir. Jetzt haben wir 2, dann machen wir das da rein. Ganz, ganz brav. Ich habe nicht genügend Taschenplatz. Nie habe ich genügend Taschenplatz. Stell dir mal vor, du hast nur ein Viertel von der Tasche. Geh mal her da. Ich muss mal bei dir scheppern. Beziehungsweise verkaufen. Ach, ich verkaufe einfach alles da von den Rüstungsgegenständen. Was ist das? Paket von Aidenus? Meier, bla bla bla, Brief. Okay. Was bietet mir der an? Oha! Die haben mir schon wieder neue Rüstung angeboten. Wie sehe ich denn eigentlich mittlerweile aus? Naja, ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Besser wie das vorhin. Wo ist jetzt wieder hin da? Ja, informieren wir mal den Zuständigen. Wer ist denn zuständig? Ah, der Aidenus. Oder der Ippi Batzbor. Muss ich eigentlich da hinaus nochmal zu der. Du bist nett, oder? Die lustige Witwe. Klar muss ich da schon wieder hin. Ach, das machen wir ganz später. Das hat Zeit. Jetzt bin ich Stufe 12. Jetzt bin ich bereit für die Inni. Kann ich alle Quests annehmen, die man da brauchen kann. Und ja. Vorher gehen wir natürlich nochmal zum Lehrer. Und dann machen wir das Ei, muss ich dann natürlich ausmachen. Aber alles dann morgen, also machen wir jetzt heute nicht mehr. Das reicht für einen Tag von 0 auf 12.
So, Sieg um jeden Preis und du hast gleich die Ausflug nach Severia Quest für mich, ne? Gut. Das ist schön, da freue ich mich. Und ich habe natürlich jetzt überhaupt keine Kräuter gesammelt oder sonst irgendwas gemacht. Verdammt. Geht jedes Mal, ist es so. Jedes Mal. Ja, da fliegt's rum. Da fliegt's rum. Ach, zwei schon. Also jetzt will ich's wissen. Jetzt will ich wissen, wie viel Münzen man dann ausballern musste, um sich das zu holen. Das müsste bei dem da. Ne, bei dir müssen wir das jetzt holen können. Entweder bei dir. Was? Was jetzt das? Ich jetzt einen XP verlernten kostenlos gekriegt, oder was? Die Quests. Ach, das ist ja nett. Okay. Und was kostet dein? Dein komisches Flügelpferdchen. 250 Sammlermünzen. Ja, seid ihr des Wahnsinns. Das ist ja schweineteuer. Schweineteuer. Puh. Ich glaube, da raus da. Das gefällt mir nicht. Das ist ja unsympathisch. Bank, wo ist denn eigentlich der Typ da hin? Der bla bla bla. Da war einmal einer gestanden, der ganze Lustige. Der ist weg. Wieso wird mir da jetzt noch einmal der Quest-Symbol angezeigt oder ist das nicht die Quest? Das Goblin-Bankier, okay. Gut, aber jetzt habe ich irgendwas gekriegt. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Da. Benutzen, erhalte 30.000 Bonus-Erfahrung. Aha. Naja, dann werden wir vielleicht einmal den nächsten da einwerfen. Jetzt schauen wir mal. Der hätte ja noch ein wenig. Ob der mit dem nächsten Level-Anstieg auch ansteigt? Wenn nicht, dann kann man den ja benutzen. Würde erklären, warum da einige wieder so viel weiter sind wie ich. So, gut, dann hätten wir den Rubin auch und dann hätten wir die volle Reichweite des Dings. Das geht. Und jetzt bin ich dann auch mit meinem Latein am Ende, wie ich weitermachen soll. So. Irgendjemand für Feste. Jetzt kommen die ganzen Barden bei der Festung an und wollen jetzt Feste laufen. Macht's morgen, Kinder. Morgen bin ich auch dabei. So, also Teleport zur Oreshek-Festung. Gehen wir mal schnell hin und dann geben wir das jetzt noch ab. Abschließen. Gut. Dann hätten wir das, dann hätten wir das. Dann bleibt ja jetzt wirklich nur noch die ganzen Dungeon-Dinger da und da vorne was. Ja, ach komm, ich geb's noch schnell ab. Was soll's? Was soll's, was soll's, was soll's? Vielleicht werde ich dann morgen einmal, oder ja, die Tage mal nebenher einfach mal meine ganzen Berufe weiter leveln. Damit die nicht völlig, ja, weggeschmissen sind. Und das reg ich auf. Können jetzt mal aufhören, die ganze Zeit. Habe ich jetzt schon mal 50 von den 37 nur. Menschenskinder. Hab doch da Tiere getötet ohne Ende. Da muss man doch. Ich war doch total fleißig, war ich. Naja. Gut.
Aber immerhin, also für die paar Stunden jetzt, das war ich doch jetzt sehr erfolgreich. Da lobe ich mir mal selber. Dürft ihr mich auch gerne mal loben, ne? Bin ich ja sehr offen für Lob. Für Kritik hingegen gar nicht. Ihr könnt ja bei euch behalten. Ja, ehrlich muss man sein. Gut, dann wäre das erledigt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit der Festung wieder, hätte ich gesagt. Weil alles andere, das brauchen wir jetzt nicht weitermachen. Ich würde da die Festung erst machen, bevor ich weitergehe ins nächste Levelgebiet. Also, ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns.